Liebe Attendornerinnen und Attendorner, in dieser Woche habe ich mit dem Eigentümer der Hallen am Wassertor hier hinter mir die Kaufverträge unterzeichnet. Sollte die Stadtverordnetenversammlung in ihrer nächsten Sitzung dem Haushalt zustimmen, wird die Hansestadt Attendorn die 19.000 Quadratmeter großen Liegenschaften am 1.7.2023 in Besitz nehmen. Damit erfüllt sich ein sehnlicher Wunsch von vielen Attendornern und eine große städtebauliche Chance für unsere Stadt eröffnet sich. Nach den wesentlichen Zügen vollzogenen Aufwertung unserer Innenstadt haben wir nun endlich die Möglichkeit, am Wassertor ein neues Stadtquartier zu entwickeln, das unserer Stadt insgesamt einen Schub für die Zukunft verleihen kann. Konkret ist die Idee entstanden, in Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, hier besonders mit der benachbarten Lewa und einer oder mehreren Hochschulen aus der Region, einen Campus zu entwickeln, auf dem auf universitärem Niveau ausgebildet, geforscht und entwickelt wird. Der Campus soll dazu beitragen, dass Attendorn seinen Stellenwert als Hightech-Standort behauptet und ausbaut. Er soll dazu beitragen, dass dringend benötigte Fachkräfte im Zusammenspiel von Hochschule und Wirtschaft direkt vor Ort ausgebildet und Nachwuchskräfte nach Attendorn gezogen werden. Und selbstverständlich soll dies alles in einem attraktiven und nachhaltigen baulichen Umfeld geschehen. Die Heuschalen sollen zukünftig kein Fremdkörper mehr im Herzen unserer Stadt sein. Sie sollen zu einem einladenden Innovations-, Lern-, Lebens-, Begegnungs- und Erlebnisort werden. Mit diesem Ziel plant die Stadt Attendorn, einen Antrag bei der Südwestfalen-Agentur zu stellen, den Hanse Campus Attendorn als Projekt für die Regionale 2025 aufzunehmen. Bis Ende des Jahres soll dafür in ersten Workshops ein Grobkonzept erarbeitet werden. Wenn dieses mit dem ersten Stern ausgezeichnet wird, soll zur Erreichung des zweiten Sterns mit breiter Bürgerbeteiligung ein verfeinertes Konzept ausgearbeitet werden. Ziel ist es, die Umgestaltung dieses Stadtquartiers mit entsprechenden Fördermitteln zu realisieren und damit einen Meilenstein sowohl für die Stadtentwicklung als auch für die wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen. Da die Planungsprozesse ohnehin einige Zeit in Anspruch nehmen werden, ist vereinbart worden, dass den derzeitigen Mietern in den Hallen eine weitere Mietdauer bis zum 31.12.2024 gewährt wird. Meine Damen und Herren, sicher wird gefragt, ob dieses Grundstücksgeschäft gerade jetzt abgeschlossen werden musste. Meine Antwort ist darauf, dass diese Chance auch in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Situation beim Schopf ergriffen werden musste. Und mehr noch, gerade jetzt sollten wir die Grundlagen dafür legen, dass Attendorn durch eine immer engere Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft der Industriestandort Nummer 1 in Südwestfalen bleibt. Es freut mich, dass sich unserer Stadt damit am Ende ihres Jubiläumsjahres eine neue, reizvolle Perspektive für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft öffnet. Lassen Sie uns das Stadtquartier der ehemaligen Höschhallen gemeinsam gestalten.